Herr Berger, die Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Oswald wird erneuert. Im kommenden Jahr ist das Jubiläum von Papst Benedikt XVI. Wie ist denn die Orgel zu finanzieren? Was haben Sie sich dafür ausgedacht? Jetzt, wenn es jetzt darum geht, dieses Papst-Benedikt-Orgelwerk zu schaffen, dann wird es wieder eine Aktion der Bürger dieser Stadt Traunstein werden. Und damit sie an diesem Projekt Anteil nehmen können, die Bürger, dafür haben wir Anteilsscheine emittiert, sogenannte Orgelzertifikate, die man in verschiedenen Stückelungen erwerben kann. Also ich habe Ihnen vorhin gesagt, wenn Sie sich beteiligen wollen mit 10.000 Euro, bekommen Sie dafür 10 Anteilsscheine zu 1.000 Euro. Aber es gibt natürlich auch kleinere Stückelungen. Es gibt Stückelungen ab 50 Euro. Und wir sind einfach der Überzeugung, erstens ist 1.000 mal 1.000 eine Million. Das Gesamtprojekt wird einen Wert von etwa 1 Million haben. Aber jeden Tausender kann man auch weiter stückeln. Und es gibt viele Menschen, die sich daran beteiligen wollen. Die Bevölkerung steht dahinter. Und wir haben die ersten Erfolge, die wir im Vertrieb dieser Anteilsscheine auch bereits vorweisen können. Die ermuntern uns, weiterzumachen. Herr Müller, wie ist der derzeitige Zustand der Orgel? Die gesamte Elektrik ist marode, kann von jetzt auf gleich ausfallen. Allein die Reparatur der Elektrik würde 150.000 Euro wieder kosten. Die Windversorgung ist instabil, sodass die Stimmung der Orgel nicht mehr gemacht werden kann, weil der Winddruck sich ständig ändert, je mehr ich spiele. Wir haben Holzwurmbefall, wir haben Schimmelbefall in der Orgel und einige Pfeifen sind so gebaut, dass sie in sich zusammensinken und sogar drohen, aus der Orgel rauszufallen. Also es ist höchste Zeit, wir müssen was tun.